Meine Schwester und ich. Wir haben nichts, was wir miteinander teilen können. Wir haben keine Gemeinsamkeiten, keine gemeinsame Erinnerung. Und ich bin eigentlich immer in meinem Schwestersein ein Einzelkind geblieben. Wenn ich an meine Schwester denke, bin ich gleichzeitig erfüllt von großer Trauer und einer unendlichen Liebe. Leslie ist nur 11 Monate älter als ihre kleine Schwester Marion. Sie sind wie Zwillinge. Doch als Marion etwa ein Jahr alt ist, verändert sie sich, schreit unentwegt, spricht nicht mehr. Niemand weiß warum. Und die große Schwester wächst damit auf, daran nichts ändern zu können. Wenn du eine Schwester hast, wo du davor stehst und du siehst, das Kind leidet, es hat Schmerzen, es kann sich nicht ausdrücken, es ist verzweifelt, du stehst ohnmächtig davor und weißt nicht, wie du dem helfen kannst. Leslie übernimmt von da an Verantwortung für die Jüngere. Marion soll sich auf sie verlassen können, immer. Doch wie geht das, wenn die Lebenswege die beiden als Erwachsene auseinanderführen? Leslie Malton ist Schauspielerin. Sie ist Deutsch-Amerikanerin und lebt seit 20 Jahren in Berlin. Man kennt ihr Gesicht aus vielen TV-Produktionen, an der Seite deutscher Fernsehstars. Hier bei aktuellen Filmaufnahmen mit Heino Ferch für den ZDF-Zweiteiler Nordholm, Die Frau am Meer. Während Leslie Malton Filme dreht und ein erfülltes Leben führt, ist ihre Schwester Marion in einem Behindertenheim in den USA, 9000 Kilometer entfernt. Dass sie einmal so weit weg voneinander leben würden, hätte sich Leslie nicht träumen lassen. Geboren wurde sie 1958 in Washington. Marion kam in Berlin zur Welt. Die Mutter ist Wienerin, der Vater US-Amerikaner im diplomatischen Dienst. Es ist ein sorgenfreies Leben, auf zwei Kontinenten, mit vielen Reisen und Freunden. Bis Marion sich langsam verändert. Sie macht komische Handbewegungen, kann nicht mehr greifen, fangen, nicht mehr alleine essen. Ihre Entwicklung stockt und bald hört sie auf zu sprechen. Sie ist immer unruhig und schlägt mit dem Kopf gegen die Wand, oft so lange, bis sie laut schreit. Die Eltern laufen von einem Spezialisten zum nächsten, auf der Suche nach einer Diagnose. Doch die Ärzte finden nichts. Manche tippen auf Hirnschaden, andere auf Autismus. Sie experimentieren mit qualvollen Methoden, wie diese, Patterning. Helfen tut die Prozedur nicht. Um die beiden Mädchen kümmern sich wechselnde Kindermädchen, wenn die Eltern arbeiten müssen. Und die große Schwester, selber noch klein, beginnt sich für alles verantwortlich zu fühlen. Ich habe lange gedacht, dass ich Schuld habe, weil ich zuerst ein sehr hohes Fieber hatte. Und Marion hat es kurz danach gekriegt. Und meine Eltern haben sie dann zur Kinderklinik gebracht. Meine Mutter kam am nächsten Morgen und Marion lag vor dem offenen Fenster, völlig ausgetrocknete Lippen. Und hat sie natürlich sofort nach Hause genommen. Und danach fing das dann an, dass sie anders wurde. Und so haben wir immer gedacht, dass Marion eine Gehirnhautentzündung hatte und dass sie dadurch das Hirn geschädigt wurde. Ich habe immer gedacht, na, wenn ich das nicht gehabt hätte, dann hätte ich Marion nicht angesteckt und Marion wäre normal. Ja, also ich habe es zuerst gehabt. Und hätte ich es nicht gehabt, hätte sie es nicht gekriegt. Die Diplomatenfamilie zieht ständig um. Von Berlin nach Wien und wieder zurück, dann wieder in die USA. Und immer beginnt die Suche nach einer Therapieeinrichtung, die mit Marions rätselhafter Krankheit umgehen, das Kind fördern kann. Auf ihre große Tochter können sich die Eltern verlassen.
Sie kennt die Kleine so gut wie niemand sonst. Es war für mich selbstverständlich, dass sie Hilfe braucht. Und dass ich ihr die geben kann oder dass ich der Klassenclown bin, um sie glücklich zu halten. Es gab ja auch niemand anders. Ja? Es war ja nicht, dass jetzt noch ein drittes Geschwisterchen da war. Das gab es einfach nicht. Sondern es war ich. Und ich habe ja auch gemerkt, dass ich sie aus ihren Stimmungen holen konnte. Dass aber es auch für selbstverständlich hingenommen wurde, dass ich nicht gefragt worden bin, als ich älter wurde auch, sondern es ganz klar war, dass Leslie da bleibt. Das hat dann mit meinen Eltern Schwierigkeiten gemacht. Ja, wo ich gesagt, hey, Moment, ich wohne ja gar nicht mehr zu Hause. Ich bin im Beruf, ja. Da ist jemand hier, ich habe heute Abend selber etwas vor. Also ich bin auch meinen eigenen Weg gegangen. Ich habe mich nicht unterdrücken lassen und dass ich jetzt also nur für Marion da bin. Sie lebte ihr eigenes Leben, zog später nach Berlin, besuchte die Schwester in den USA einmal im Jahr für mehrere Wochen. Die Hoffnung zu erfahren, worunter Marion leidet, hatten sie und auch die Eltern längst aufgegeben. Bis sie 2012 zufällig einen Zeitungsartikel las über eine seltene Krankheit, die in den 1980er Jahren von Neurologen detailliert beschrieben wurde, die aber so selten vorkommt, dass nur wenige Kinderärzte sie erkennen. Das Rett-Syndrom. Eine neurologische Störung, hervorgerufen meist durch eine zufällige Genmutation. Sie tritt in der frühen Kindheit auf, unvorhersehbar. Fast immer bei Mädchen. Nach den ersten scheinbar normalen Lebensmonaten beginnt das Kind bereits erworbene Fähigkeiten zurückzubilden. Ich habe gedacht, ich spinne. Ich habe wirklich gedacht, okay, jetzt ist es soweit, weil ich ja mein Leben lang nach einer Antwort gesucht habe, nach einer Erklärung. Weil da habe ich plötzlich die Biografie von der Marion gelesen. Und es ging nicht um Marion. Ja, das kann doch nicht sein. Und alles stimmte zu, abgesehen von der Epilepsie, was sie erfreulicherweise nicht hat. Mehr als ein halbes Jahrhundert lang glaubte Leslie, ihre Schwester mit einem fiebrigen Infekt angesteckt zu haben, als sie 2 war. Und damit schuld gewesen zu sein an all dem Kummer in der Familie, an den Schreianfällen, den Schmerzen und der Sprachlosigkeit der kleinen Schwester. Schuldgefühle hatte auch der Vater. Dafür, dass er Marion nicht helfen konnte und die ältere Schwester immer zu kurz kam. Mein Vater weiß es leider nicht, dass Marion das Rett-Syndrom hat. Er ist gestorben mit dem Gedanken, dass er was falsch gemacht hat. Ja. Irgendwo haben sie was übersehen oder was nicht gemacht, was sie hätten machen sollen oder was weiß ich. Und ich bin sehr froh, dass ich meiner Mutter das wenigstens mitteilen konnte. Und auch für mich, dass ich Marion nicht angesteckt habe mit irgendetwas. Und das ist wichtig. Dabei war Marion 1970 sogar in der Klinik behandelt worden, in der Dr. Andreas Rett Studien über verhaltensauffällige Kinder wie sie machte. Erst viel später sollte Marions seltsame Krankheit nach ihm benannt werden. Noch wusste niemand, was es damit auf sich hat. Doch wie man mit den kleinen Patienten umging, hinter den Türen dieser neurologischen Klinik am Rosenhügel nahe Wiens, das machte eine Krankenschwester erst öffentlich, als Dr. Rett längst nicht mehr Leiter der Klinik war. Die systematische Misshandlung von geistig behinderten Kindern. Hier war die schreckliche Zeit stehen geblieben, als der Psychiater Ernst Berger am 15. März 1990
Seinen Dienst als neuer Chef der Abteilung für entwicklungsgestörte Kinder am Rosenhügel antrat, fand er vier Netzbetten vor. Berger setzte dem Personal eine Frist von 3 Monaten, die Netzbetten zu entfernen. Die Zwangsjacken, die auf der Station genauso wie Hand- und Fußfesseln eingesetzt wurden, ließ er sofort wegsperren. Also da war Marion. Darüber reden wir. Besuche waren der Familie Morton strengstens verboten. Jetzt erst wird klar, warum. Fotos von Harry Weber in der Wiener Zeitung Falter vom 15. März 2017 dokumentieren es. Es ist ganz, ganz schwer, das überhaupt, diesen Gedanken überhaupt ranzulassen, an mich ranzulassen. Ja, dass Marion unter diesen Händen war und was ihr da vielleicht passiert ist. Mir das auszumalen, das ist, ich kann das gar nicht an mich ranlassen. Was genau Marion in diesem Heim erlebt hat, lässt sich nicht belegen. Ihre Akten existieren nicht mehr. Ist auch sie dort durch die Hölle gegangen? Marion war auch danach als Erwachsene in verschiedenen Heimen. Sie hatte Spuren von Misshandlungen, von denen niemand wusste, wer genau dafür verantwortlich war. Leslies Mutter hielt sich sehr zurück, aus Angst, den Heimplatz zu verlieren und dann mit allem allein dazustehen. Sie zeigte Leslie diese Fotos erst Jahre später. Es sind enorme Hämatome, völlig blaues Auge, also richtig heftig. Und man fast sagen könnte, es ist ein Wunder, dass das Auge noch drin ist. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich, dass sie hier ein blaues Auge hat? Was muss da hinkommen, damit sie ein blaues Auge hat? Ich verstehe nicht, wie so etwas passieren kann. Ich kann natürlich abstrahieren und sagen, die Leute, die dort arbeiten, sind auch überfordert. Aber solche Sachen, und du siehst es auch im Gesicht, sie ist völlig verstört. Völlig verstört. Ich meine, das ist ja auch ein Grund, warum, wie kann ich sie hier, wie kann ich wissen, dass das passiert? Einfach in Deutschland bleiben. Oder sie lassen. Einmal im Jahr reist Leslie gemeinsam mit Ehemann und Schauspieler Felix von Manteuffel nach Kalifornien. Dieses Mal will sie ein anderes Heim für Marion finden. Eines, das mehr ist als ein bloßer Aufenthalt für die Schwester. Wir begleiten sie 2017. Wie mag es Marion gehen? Und wird sie ihre Schwester erkennen? Puppi, Marion? Hallo, Sweetheart. Hallo. Hallo, Sweetheart. Hallo, Puppi. Hallo, Marion. Hallo. Hallo, Marion. Hallo. Hier. Oh, Marion, die Hand. Was hast du denn hier für Haare? Komm mal hier. Oh, du hast ja ganz viel Haar hier. Was ist denn das? Hallo. Hm? Hallo. Danke, Tag. Heute bist du aber warm angezogen, gell? Hallo. Danke, Tag. Bekomme ich eine Umarmung? Ja, komm mal her. Komm mal her. Ja, mal, gib mir einen Hug. Hm? Krieg ich einen Bussi? Bussi. Bussi. Du. Hallo. Hallo, meine Süße. Hallo, Sweetheart. Ein Heim für körperlich und geistig behinderte Menschen. Marion ist seit bald 30 Jahren hier und die einzige Bewohnerin mit Rett-Syndrom. So. Das
Thanks very much. Ja, Marion. Wollen wir gehen, Marion? Yes, shall we go? Come on, we go. Komm, mein Liebling. Come, come on. Bye, Joyce. Wo ist der Felix hin? Mal sehen, ob du dich erinnerst an letztes Jahr. Ah, aufregende Sache. Gell, Mariandi? Findest du auch, ne? Ja. Ein schöner Moment. Sollen wir wieder draußen bleiben? Leslie weiß, irgendwann wird ihre alte Mutter nicht mehr in der Lage sein, Marion wenigstens am Wochenende zu sich zu holen. Und in einem Heim, in dem es nur Zeit für das Nötigste gibt, möchte Leslie die Schwester nicht lassen. Okay. Ich ist ja nicht so. Da ist nichts Warmes, nichts Herzliches da, nichts. Es sind keine Farben. Und es macht mich natürlich, also ich ignoriere es, weil es macht mich natürlich wahnsinnig traurig, wenn ich diese Umgebung sehe und denke, dass die Marion in dieser Trostlosigkeit ist. Es ist ziemlich bitter dort, auch wie diese armen Menschen da vor sich hin vegetieren. Ne? Das ist ja schrecklich. Und sie zwischendrin da so ein, eigentlich so einen Sonnenschein. Sag, wer mag das Männlein sein, das da steht. Ob es inzwischen ein Heim in Kalifornien gibt, das erwachsene Rettfrauen besser fördern kann? Hurra, ich bin ein Schulkind und nicht mehr klein. Leslie will in diesen 4 Wochen danach suchen. Das sind die 2 Briefe, die ich Marion bringe. Also nicht Marion, sondern... Ja, nur einmal im Jahr kann Leslie ihre Mutter unterstützen. Barbara Moulton ist 84 und den Rest der Zeit mit allem allein. Dass der Staat die Kosten für Marions Unterbringung aufbringt, ist eine große finanzielle Erleichterung. Doch die schlechte Pflege dort macht ihr große Sorge. Ihre Zähne waren einfach nicht geputzt, das hat man gesehen. 2, 3 Tage nicht geputzt. Von einmal, wie wir sehen, war das nicht, das war so schlimm. Oft so schlecht angezogen ist, also furchtbar. Sachen passen nicht und das weiß ich. Riesengroßen, lockeren, also nicht Ausschnitt, sondern alles, sagt man, ausgepflanzt. Aha. Und am kalten, es gibt ja kalt, immer sehr kalt in der Früh hier. Und dann ist sie ganz frei da. Wenn ich solche Sachen wieder erfahre, dass die Zähne nicht geputzt werden, dass sie falsch angezogen ist, dass ja, also einfach diese Art von Leben, das sie hat, das ist für keinem lebenswert. Es läuft auf ein Verkommen hinaus. Mhm. Ja, und es ist aber so, dass wir, dass meine Familie immer alles gemacht hat, damit es Marion so gut wie überhaupt möglich geht. Und dass das nicht ist und nur ist an den Wochenenden, wenn meine Mutter sie abholen kann. Und nicht so sein wird, wenn es meine Mutter nicht mehr gibt, ist für mich unerträglich. Komm mal, Zähne putzen. Komm, Marion. Zähne putzen. Schau dich an. Schau, okay. Mami, du bist okay. Lass Mami das machen. Schön, Zähne putzen. Brav bist du, Marion. Ja, wait a minute. Warte, Marion. Komm, mach dich wieder schön. Ja? Schaust dich in den Spiegel, schaust dich ja nicht im Spiegel. Schau dich mal, ja, nicht ich. Schau dich mal, Pussy. Thank you. Alright. Sieh, ist gar nicht so schlimm gewesen. Now, Leslie can take Leslie bringt dich ins Bett. Ja? Kein Fernsehen mehr. Die Schwester zu sich nach Deutschland zu holen, ist jetzt, 2017, für Leslie noch kein Thema. Die Mutter ist es gewohnt, sich um Marion zu kümmern, wenigstens an den Wochenenden. Ohne Marion wäre sie ganz allein in den USA. Und Marion ist Amerikanerin. Und in Europa müsste die Familie die Kosten für eine 24-Stunden-Betreuung selbst übernehmen. Mehrere tausend Euro im Monat. Und dann noch die Krankenversicherung. Also sucht Leslie nach einem Ausweg hier in den USA. Und findet die Rett-Syndrom-Organisation.
eine Elternhilfe. Vielleicht können die helfen, die Schwester in einem Heim unterzubringen, wo sie nicht nur gefüttert wird. Ich habe Zeit und kann mich ganz nach Ihrem Zeitplan richten. Ja, ich treffe Sie morgen nach 3. Leslie ist auf dem Weg zu Jennifer Mosca. Sie ist Mitglied der Elternhilfeorganisation und ein Hoffnungsschimmer. Denn es gibt zwar Kliniken für Kinder mit Rett-Syndrom in den USA, aber keine Einrichtungen, die Erwachsene betreuen können. Vielleicht kennt sie jemand und ich kann mit denen ins Gespräch kommen und so bleibt der Ball im Rollen und kann dann eventuell auch, wer weiß, vielleicht ergibt sich da etwas, solange ich auch hier bin, dass ich mir das anschauen kann und wenn nicht, dass ich dann vielleicht meine Mutter bitte, dass sie das anschaut, dass man das einfach da oder wenn ich halt wiederkomme. Was hast du für eine starke Sonnenbrille? Auch Jennifers Tochter Kayla ist ein Mädchen mit Rett-Syndrom. Auch ihre Familie hat diesen Leidensweg hinter sich. Die fehlende Diagnose am Anfang. Dann die Frage, wie sie mit den Symptomen umgehen müssen. Aber helfen kann Jennifer Leslie nicht. Es braucht Zeit, das anzuschieben, dass es Orte gibt, wo Rett-Frauen ab einem gewissen Alter oder wenn die Eltern das nicht mehr können, hinkommen können, eine Einrichtung, wo sie betreut werden von Menschen, die wissen, wie man mit Rett-Patienten umgeht. Und jetzt? Ich weiß es nicht. Weiter nachdenken, weiter Fragen stellen, weiter Kontakt aufnehmen mit Menschen. Die Zeit läuft ab. Viel zu schnell, wie immer. Und die Abreise steht bevor, ohne dass Leslie ein neues Heim für ihre Schwester gefunden hat. Danke schön. In so einer Welt soll ich sie zurücklassen? Von Menschen, die nicht versuchen, ihr zu helfen, einen Kontakt zu bilden, wo man sie vor dem Fernseher setzt und ihr Brei zu essen gibt. Das sind einfach Sachen, die gehen in meinen Kopf nicht rein. Und da weiß ich nicht, was ich machen soll. Ui. Wo gehst denn du hin? Warte mal. Noch ist die Mutter da und kann sich kümmern um Marion. Aber wie lange noch? Berlin 2017. Auf einem internationalen Rett-Kongress treffen sich Spezialisten und betroffene Familien. Etwa 50 Mädchen erkranken jährlich in Deutschland an dem Gendefekt, an dem Marion leidet. Leslie Malton will diesen Familien helfen und ist Botschafterin einer Elternhilfe für Kinder mit Rett-Syndrom geworden. Sie liest aus ihrem Buch vor. Briefe, die sie an ihre Schwester geschrieben hat, weil sie ja nicht mit ihr sprechen kann. Es war ja das erste Mal, dass wir uns sahen, seit ich Bescheid weiß. Seit ich den Artikel über das Rett-Syndrom las und es plötzlich einen Namen für alles gab. Für ein ganzes Leben. So viel gäbe es noch mit dir zu besprechen, wenn wir denn miteinander sprechen könnten. Wie hängt das alles zusammen? Was wissen wir wirklich voneinander? Ich meine, dich zu kennen. Aber stimmt das? Und du? Was weißt du von mir? Wie stark die Worte in dem Buch treffen. Uns, also sozusagen unsere Gefühle wiedergeben, diese Unsicherheiten, dieser Erkenntnisprozess, dieser Erkenntnismoment. Ja, das trifft mitten ins Herz. ...2021, 4 Jahre später. Leslie hat es nicht geschafft, in den USA ein neues Heim für ihre Schwester zu finden. Corona hat die Dramatik verschärft. Marion darf nicht mehr an den Wochenenden nach Hause, auch nicht an die frische Luft.
Der gemeinsamen Mutter geht es zunehmend schlechter. Sie ist inzwischen 87. Die Demenz kommt in Schüben. Es ist leider so, dass meine Mutter jetzt von der Gesundheit her es nicht mehr schafft, Marion nach Hause zu holen. Also alleine, das geht gar nicht mehr. Das ist immer so auch ein Spiel, ob sie direkt ans Handy geht oder ob sie... Ah, da ist sie ja! Hallo Mama, hallo, grüß dich. Hallo. Ach. Ich konnte nicht schlafen letzte Nacht. Warum nicht? Hast du deine Medizin nicht genommen? Du bist jetzt müde, oder? Die haben mir keine Medizin gegeben. Waren Christina oder Victoria nicht da? Nein, niemand hat mir was gegeben und ich war so müde. Ich konnte einfach nicht einschlafen. Ich fühle mich so allein. Ich verstehe. Ich kann ja nicht mehr raus. Früher habe ich das Auto genommen. Das ist alles vorbei. Ja, ich verstehe schon. Es ist schwer, das aufgeben zu müssen. Die Mutter schafft es nicht mehr, Marion an den Wochenenden nach Hause zu holen oder sie im Heim zu besuchen. Wenn Leslie ihre Schwester nach Deutschland holen würde, könnte sie das übernehmen. Aber dafür braucht Marion eine Krankenversicherung. Für eine US-Bürgerin ist das ein Problem. Seit Monaten sucht Leslie nach einer Möglichkeit, neben der Arbeit an mehreren Filmprojekten gleichzeitig. Für eine gesetzliche Krankenversicherung ist Marion zu alt. Und die Privaten wollen sie nicht nehmen. Die schwere Behinderung kann unübersehbare Kosten verursachen. Leslie hat bis jetzt nur Absagen bekommen. Sie sucht weiter, in den Drehpausen. Neben der Krankenversicherung braucht Leslie für ihre Schwester auch einen Heimplatz. Das ist die zweite Voraussetzung für eine Aufenthaltsgenehmigung für Marion. Auch die Suche danach läuft immer nebenbei. Ja. Wenn sie Haus und Grundstück der Mutter verkaufen würde, falls diese selbst in eine Pflegeeinrichtung müsste, dann könnte Leslie eine ganztägige Betreuung bezahlen. Ich schreibe ja auch und Sie kann es gerne bitte versuchen. Nach langer Suche ein erster Lichtblick. Ein Heimplatz mit Ganztagsbetreuung am Rande Berlins. Dort soll es noch einen freien Platz geben. Hier war eins von diesen, oder wo war das? Hier das Haus, wo wir Marion ein Angebot machen könnten. Da gehen wir jetzt gerade erst hin, das kommt erst da hinten. Das ist das Gebäude, ne, wo wir Beschäftigung und Bildung anbieten können. Da haben wir extra Mitarbeitenden sozusagen, die sich nur damit beschäftigen und Bildungsangebote machen können. Schön. Ja. Das ist schön, das Mobili da oben mit den Streben. Fast alles, was da drin ist, haben die Menschen selber hergestellt. Ach, toll. Sie haben. Aha. Ja, genau. So, willkommen im Rosenhaus. Ja. Und jeder Ausblick ist auch so schön. Ja. Ach, schau. Ja, hier ist alles wirklich sehr hell und schön, muss man sagen. Ach, schau. Darf ich? Das ist ja wahnsinnig schön. Ach, schau, direkt im Grünen. Na, ist das schön. Ist das wunderbar. Das ist die Zimmergröße, die alle Zimmer hier im Haus haben. Na, ist das herrlich. Fenster über Eck. Ist das schön. Ach, ist das ein Traum. Und das wird natürlich auch selbst gestaltet durch die Bewohner. Ne? Bevor die hier einziehen, können die sich ihre Wandfarbe aussuchen. Ihre Möbel mitbringen. Oder sie bekommen auch Möbel von uns. Ja, das ist sehr schön. Ah, und hier ist das Badezimmer, ja. Genau. Aha, ja. Ja, klar. Mhm. Das teilen sich immer zwei. Das teilen sich immer die Bewohner, die auf dem kleinen Flur wohnen. Ne? Das ist ja Luxus, das ist ja schon. Das ist ja Wahnsinn, ja. Also rollstuhlgerecht, das ist ja herrlich, ja. Gut, Marion kann ja alles noch Gott sei Dank zu Fuß machen.
Und wie viele Betreuer sind dann? Wenn jetzt also eine Gruppe von 8, wie viele Betreuer? Vier Stammbetreuer. Madonna mia. Also 4 ist in, das herrlich. Aber im rollenden Schichtsystem. Ja, ja. Im rollenden Schichtsystem. Ja. Naja, ich bin da ziemlich emotionalisiert, weil ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als dass die Marion hier sein dürfte. Und es hapert nur an der Krankenversicherung. Zeit, nach Kalifornien zu reisen. Wie steht es wirklich um die Mutter? Kann sie noch alleine im Haus bleiben? Die Aussichten sind nicht gut. Die Demenz der Mutter ist weiter fortgeschritten, trotz klarer Momente zwischendurch. Ein neues Heim für Marion in den USA zu suchen, macht jetzt keinen Sinn mehr. Schön, dich zu sehen, meine Süße. So schön, euch zu sehen. Das rührt mein Herz. Ankommen. Das ist ein bisschen dunkel geworden. Okay. Das tut mir leid, ich kenne mich nicht so gut aus mit dem neuen Toaster. Der erste Eindruck ist gut. Vielleicht geht es der Mutter ja doch besser. Ich gehe nach oben. Du brauchst nicht nach oben gehen. Wir bringen die Sachen hier. Mama, wie ist es dir ergangen jetzt, seitdem ich hier war? Ich bin nicht mehr so schnell wie früher. Ich bewege mich langsamer. Ja, das ist eine gute Idee, sich langsamer zu bewegen. Ich merke, ich bin nicht mehr wie früher. Wie alt bin ich? Ich glaube, du bist 87. Ich werde langsamer. Aber wenn es nötig ist, kann ich für Marion sorgen. Du und Marion alleine, das geht ja nicht mehr. Es geht so ungefähr, aber nicht sehr gut. Mama, es geht gar nicht mehr. Let me see. Wir werden sehen. Ich habe das ganze letzte Jahr gut auf sie aufgepasst. Sie hat jetzt einige Sachen erzählt, die einfach nicht stimmen. Ja, also die Marion war seit Ausbruch der Pandemie nicht zu Hause. Und es ist, glaube ich, erst seit April oder gar Mai, dass sie einander sehen konnten. Leslie und ihr Mann Felix wollen Marion jetzt abholen. Ein ganzes Jahr haben sich die Schwestern nicht gesehen. Also mir wäre ganz recht, wenn ich dich um etwas bitten darf. Ja. Wenn wir jetzt nicht hier sind, dass du nicht alleine nach oben gehst. Tja, was glaubst du, wer mich hinaufführt? Der liebe Geist. Ja. Leslie, don't worry. Mach dir keine Sorgen. Ich habe das Treppengeländer und kann runterrutschen. Na ja, super, das ist genau, was ich für eigentlich nicht möchte. Right. Endlich zu Marion. Noch immer ist sie in dem Heim, für das Leslie so gern eine Alternative gefunden hätte. Wir kommen mit dem Kamerateam, mein Mann und ich. Wie machen wir das? Wir haben Masken. Wollen Sie die Impfausweise sehen? Wir stehen hier. Perfekt. Sie kommt vorne raus. Danke. Okay. Und Sie bringen sie jetzt raus. Und ja, ich bin völlig aufgeregt. Ich kann es kaum erwarten. Und hoffe natürlich, dass sie mich erkennt. Es ist lange her. Marion? Marion? Hallo, Sweetheart. Hallo, Sweetheart. Hallo, Mariandi. Hallo. Oh, deine Zähne. Deine Zähne sind nicht geputzt, oh je. Hallo, hallo, hallo. 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 Hallo, Darling. Hallo, Mariandi. Thank you. Yes. Thank you.
Thank you, my sweetheart. Thank you. Huh? Ja. Huh? Ja. Ja. Komm zu Mami. Marion. Marion, sweetie. Marion, meine Süße, schau dich an. Gott, hab ich dich vermisst. Komm zu Mami. Komm zu Mami. Komm zu Mami. Komm her, Marion. Pupsi. Es ist so schön, dich zu sehen. Ich musste sie nicht mal fragen. Sie hat mich einfach geküsst. Bussi? Noch ein Bussi? Ja, das tut es very well. Da ist deine Schwester Leslie. Ist das nicht schön? Bist du glücklich? Are you happy? Yes. Nice. Well done, Leslie. Ist das nicht ein Spaß? Wie schön, dass sie eine Schwester hat, die sie liebt, die sie gern hat, die mit ihr tut, was sie gern hat. Ja, das ist sehr, sehr schön zu wissen für mich. Die Leslie wusste immer, wie sie mit dem Marion umgeht. Wie es gut ist, mit dem Marion umzugehen. What she likes. Was sie mag. She does. Das tut sie. She likes sie mag it. Es. Schön. Leslie, hältst du sie? Endlich beide Töchter zu Hause. Das kommt nicht mehr oft vor. Barbara Morton ist überglücklich und überfordert sich. Sie will Marion versorgen, obwohl sie sich kaum auf den Beinen halten kann. Es ist natürlich auch, also was jetzt Marion betrifft, ist es so, dass meine Mutter das überhaupt nicht leisten kann, ja. Ich meine, das ist, meine Mutter geht mit einem Stock und sie zittert und das, also was Marion braucht, also füttern oder sowas oder ihr beim Essen helfen, das geht. Aber alles andere drumherum ist einfach nicht machbar. Wie kriegt man Marion raus aus USA, ohne dass es dann passiert ist? Es gibt ja jemand, der gesagt hat, nehmt sie einfach mit. Nehmt sie einfach mit, dann müssen die was machen. Aber das kann man nicht, weil wenn es dann nicht klappt, kann sie hier ja nicht mehr zurück. Und das wäre eine Katastrophe. Also es geht auch nicht. Also es ist halt immer noch diese Hoffnung, dass sich irgendwo ein Türchen auftut mit so einer Versicherung. Und da ist Herr Lessig auch hartnäckig bis zum Gehtnichtmehr. Der hört nicht auf. Die Situation scheint unlösbar. Die Mutter fällt für die Betreuung der Schwester aus. Auch im Heim wird Marion bald niemand mehr besuchen gehen. Wenn Leslie es nicht schafft, in Deutschland eine Krankenversicherung und einen Heimplatz für Marion zu finden, wird sie sie in den USA zurücklassen müssen. Dann wäre ihre Schwester ganz allein. Zurück in Berlin. Termin bei einer Fachanwältin für Medizinrecht. Ein letzter Versuch, Präzedenzfälle zu finden. Dafür, dass es für Marion als US-Staatsbürgerin doch noch eine private Krankenversicherung in Deutschland gibt. Wie geht es Ihnen? Ja, mir geht es gut. Ja, fein. Ihnen fein. Auch?
Ja, ich bin halt ein bisschen aufgewühlt wegen der ganzen Geschichte. Ja. Kann das einfach nicht wirklich wahrhaben, dass es... Ich glaube einfach nicht, dass es keine Möglichkeit gibt. Ja. Doch das Rechercheergebnis von Anwältin Jacqueline Stiegelmeier ist ernüchternd. Marion hat als Amerikanerin kein Recht auf eine Krankenversicherung. Weder gesetzlich noch privat. Sie müssen nicht nur für den Lebensunterhalt, so was man so denkt, Heimunterkunft oder Unterbringungskosten aufkommen, sondern auch für die Absicherung gegen Krankheit. Ja, ja, genau. Und das würde ja dann heißen, eine private Krankenversicherung. Das kommt aber auch nicht in Frage. Die Erteilung des Aufenthaltstitels ist davon abhängig, dass sie eben für die Kosten ihrer Schwester aufkommen, für den Lebensunterhalt. Genau. Und zu dem Lebensunterhalt gehört auf jeden Fall die Absicherung gegen Krankheit. Genau, so. Okay. Mhm. Das, und damit ist eine gesetzliche Krankenversicherung im Grunde genommen weg, weil die gesetzliche Krankenversicherung sagt, nö, sie ist ja gegen Krankheit abgesichert, weil... Ich es übernehme. Genau. Mhm. Ich keine Möglichkeit, weil es geht ja... Kein Schlupfloch, auf das Leslie so gehofft hatte. Die Arbeit von Monaten scheint vergebens. Marion nach Deutschland zu holen, sie schien so nah die Aussicht und ist nun in weite Ferne gerückt. Was werde ich jetzt tun? Nachdenken. Nachdenken, überlegen, neue Schritte überlegen. Überlegen, wen ich noch ansprechen kann. Erstmal jetzt nachdenken. Im Moment kann ich, also jetzt lospreschen kann ich im Moment nicht. Ich muss neu sortieren im Kopf und überlegen. Ja. Selbst in die USA zu gehen mit ihrem deutschen Mann, ihr Leben, ihre Arbeit, ihre Freunde hier aufzugeben, ist keine Option. Aber wird sie Marion allein in den USA zurücklassen müssen? Und wird jemand ihre Schwester an die Hand nehmen, sie umarmen, küssen, wenn die Mutter nicht mehr ist und Leslie sie nur einmal im Jahr besuchen kann? Das ist natürlich auch meine große Angst und Sorge und auch Schmerz, dass wenn meine Mutter stirbt und ich die Marion nicht nach Deutschland bringen kann, dass ich sie verlassen habe, dass ich sie dadurch auch verrate. Also, dass ich Verrat übe an meiner Verantwortung ihr gegenüber. Aufgeben wird Leslie nicht. Niemals. Niemals.